Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Hofbergmann im Projekt Axis Lohnunternehmer. Der Mais. Der gute, gute, gute Mais. Nimmt auch irgendwie kein Ende. Aber wir sind fröhlich dabei. Ich habe auch eine neue Mod hochgeladen oder dazu packen lassen, sagen wir es mal so, dass ich jetzt die ganzen Autos wegparken kann. Das funktioniert auch hoffentlich. Wir wollen da gleich mal mit anfangen. Dass wir wirklich nur noch unsere Fahrzeuge haben, was natürlich viel schöner ist, wenn du tappst. So. Also theoretisch ist es ja so, wenn ich den jetzt auf Drescher stelle, sollte der eigentlich dann auf dem Hof stehen bleiben. Ich will das mal ausprobieren. Also er wird nicht selbstständig zur Biogasanlage fahren. Glaube ich. Weiß es nicht hundertprozentig, ich glaube es einfach mal. So. Guck mal, wenn wir jetzt nämlich Steuerung T drücken, da ist der Drescher weggeparkt, sieht man unten rechts, der Trecker ist weggeparkt. Der Trecker ist weggeparkt. Auto ist weggeparkt. Trecker ist weggeparkt. Er gehört uns. Er gehört uns. Er gehört uns. Den packen wir weg. Er gehört uns. Den packen wir weg. Fahrer packen wir weg. Den großen packen wir weg. Und dann haben wir nur noch unsere Maschinen. Geil. So wollte ich das haben. Wir können auf jeden Fall jetzt erstmal eben einmal vorverteilen hier. Was ich immer so doof finde, ist das, dass man immer so viel rausfährt, also dass du das so dreckig machst alles. Und das ist hier nicht der Fall. Oder doch eine Verteilarbeit zu holen und das alles mit Cosplay machen? Ich weiß. Kann der keine Fahrtrichtung ändern? Ach, Umschalt B war das. Das ist witzig. Ich glaube, irgendwie mit VCA konnte man auch einfach die Fahrtrichtung ändern. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. So, den kleinen kippen wir auf die Seite. Ach, das Fahrrad geht nicht. Okay, das Fahrrad bleibt also für immer. Für immer in der Liste. Macht ja nichts. Ganz gerne die Spalte hier zu kriegen. Dazu stellen wir den, glaube ich, mal auf 12. Haben wir erstmal im Rauf. Zu schnell, zu schnell. Ich
Nicht Feld 6, das wäre doof. Na, guck mal. Funktioniert auf jeden Fall. Jetzt übernehmen wir aber. Und fahren totale Grützen zusammen. Wow. Wir müssen auch gleich nochmal gucken, ob da im Fermenter noch Platz ist. Das ist auch nochmal eine kurze Idee. Warte mal, das machen wir jetzt mal eben. Weil das wird ja angezeigt. Da. Wie viel hier noch drin ist? Nichts. Mixfirm Aktivtank. 34.000 ist drinne und 200.000 wieder. Gut, dann würde ich sagen, kippen wir auch noch ein bisschen was in den Fermenter. Ja, kurz wieder in das Fahrzeug einsteigen. Das war's jetzt mit Vorgewende. Die Keule ist voll. So, dann erzählen wir mal, wo es jetzt hingeht. Schöne langen Bahn, hoffentlich. Sieht aber ganz gut aus. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass es lange Bahnen sein werden. Obwohl, ich kann den auch eben wegbringen. Das ist Quatsch. Machen wir auch so. Wichtig ist halt wirklich nur, dass du auf dem Haufen drauf bleibst. Dann fährt man nämlich nicht so viel runter. Verdichten. Er ist bei 27% verdichtet. Wahrscheinlich, weil der Trecker zu leicht ist. Mit Zwillingsrädern geht es vielleicht ein bisschen besser, ne? Ich glaube, wir konfigurieren den mal eben schnell auf Zwillingsräder. Kostet das halt einfach noch mal ein bisschen was. Was ist hier los? Freunde der guten Unterhaltung. Du sollst doch zum Feld fahren. Funktioniert das eigentlich? Ja, das könnte gehen. Da sucht sich jetzt gleich den Häcksler. Ich übernehme ich und ich fahre jetzt erstmal hier in den Fermenter. Mal gucken, vielleicht gibt es ja Ärger, weiß ich nicht. Ah, ich muss noch Striche machen wegen Abfahren. 1, 2. Weil wir sorgen ja einfach nur dafür, dass es logischerweise Nachschub gibt, ne? Deswegen fahren wir jetzt hier ein bisschen das rein und nicht alles in den... Ventiliert wird es so oder so.
Abgesprochen ist es nicht, das ist jetzt Eigeninitiative. Schon gleich schon wieder eine ganze Mietstunde rum. Wow! So, du fährst dann auch zu dem Feldchen. Das müsste doch eigentlich funktionieren. So, du fährst zum Shop. Du musst ja aber einmal rumdüsen zum Shop, ne? Die Brücke ist auch noch nicht fertig. Hier liegt noch meine ganze Dinge. Wo ist denn Konfiguration da? Was kostet das? Ne, nicht für 16.000. Dann miete ich doch lieber so einen Verdichter. Silo-Verdichtung. Nehmen wir so ein. Erreicht, ne? 3,2 Tonnen. 3,2 Tonnen. Wir nehmen das Ding hier. Das sind 400... Das sind halt so Dinge, die brauchst du, ne? Die braucht man einfach. Und das wird nicht erkannt als Silo-Verteiler für Curse Place, auch geil. EGA. So, einmal Fahrrad und dann sind wir wieder am Trecker. Zum Glück ist das ja alles nicht so weitläufig. Wenn man die Fahrten so auf der Gnadental überlegt, wie weit man da wirklich irgendwo ins Land fahren muss, ist ja krank. Das ist ja krank. Aber dass das funktioniert, dass man die zum Feld checken kann und dann wird der Häcksler eben... Ups, oh, eieiei. Wird das alles vollgetankt? Das ist schon cool. Das ist natürlich hier als One-Man-Show, die ich so wie betreibe. Das ist schon super.
Deswegen muss das ja auch ein schöner Haufen werden. Ist ja, dann ist der 900er nämlich auch angekommen. Geht das vorwärts nur noch mit 5? Also begrenzt das Gerät dann tatsächlich die eigentliche Geschwindigkeit. Also rückwärts ist mir das bewusst, aber vorwärts? Drehen sich aber nicht die Scheiben. Doch, jetzt wieder. Wow. Aber so wird wenigstens ein Schuh raus. So wird nämlich auch mal ordentlich verdichtet. Guck mal. Der da nämlich einfach jetzt mal eben so einen lang und dann ist das gut. Das wird so schön gleichmäßig. 100 Watt, nee. Haben wir nochmal eben richtig in Position. 5 bleibt 5, finde ich super. Das finde ich schön. Muss ich mal herausfinden, wie der das macht. Ich das nämlich auch für andere Geräte benutzen. Und schon sind wir bei 46%. Wenn du vorne und hinten so eine Walze hast, dann kommst du aber schon gut vorwärts. Dass die halt nicht erkannt wird für Curseplay. Mach mal F1 wieder aus. Ich das hier hinten auch noch schön glatt. Denke ich. Irgendwie werden wir das schon schaffen. Walzi, Walzi. Jupp, so ist das cool. Aussteigen. So gefällt mir das. Nicht vors Auto fahren. Du bist ein ganz böser Junge. Ich meine, die 700er, die sind auch nicht zu schwach auf der Brust für den KW-Anhänger. Das ist genau der richtige Anhänger, den brauchen wir. Zwei ganze Mal. Irgendwie müssen wir die Pferde, glaube ich, auch nochmal in den Stall bringen, aber das lassen wir dann lieber der Hofbesitzerin.
vergesse immer Striche zu machen. Wie viel mal ich abgefahren bin. So, Schizikowski. Wir kümmern uns wieder um... unser Herzensprojekt Silohaufen. Haben wir schon? Oh, 62%. Ja, wird immer besser. Aber 16.000, mal ganz ehrlich. Nur für Zwillingsreifen finde ich echt hastig. Neun könnte passen. Du hast einmal geträumt. Wieder einen Strich machen. Ups. Gerade noch mal so. Passt aber wunderbar. Einwandfrei. 9 ist eine gute Geschwindigkeit. Wenn man den Anfang vorne gut hinkriegt, ist 9 eine gute Geschwindigkeit. An dieser Stelle, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn du es noch nicht getan hast und du willst wissen, wie es weitergeht, lass ein Abo da, das Ganze kostenlos. Aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du da draußen wieder mit dabei bist, wenn es heißt Dinge mit Axie auf meinem Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Axie. Tschüss, macht es gut, bis dann und ciao.